Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, der jetzt vorliegende und seit geraumer Zeit in der Diskussion befindliche Entwurf eines Schulentwicklungsplans wird von Frau Stadträtin Sorge als großer Wurf gepriesen. Nun gilt ja allgemein als anerkannt, dass die Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflexion, aus der wiederum Selbstkritik resultieren kann, begrenzt ist. Bei Frau Dezernentin Sorge scheint diese Begrenzung besonders stark ausgeprägt zu sein. Anders lässt sich die gravierende Diskrepanz zwischen ihrer Eigensicht und der Sicht Betroffener auf den vorliegenden Entwurf des Schulentwicklungsplans nicht erklären. Dabei müssen wir uns bitte vergegenwärtigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass diese Komplettfortschreibung des Schulentwicklungsplans bereits seit 2012 überfällig ist. Das Dezernat von Frau Sorge legt nun also mit dreijähriger Verspätung einen neuen Schulentwicklungsplan für die nächsten 5 Jahre vor. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, er ist noch nicht verabschiedet, da sieht sich die Regierungskoalition von CDU und Grünen genötigt, den eigenen Plan mit dem gemeinsamen Antrag NR 1251 sozusagen fortzuschreiben. Warum ist das so? Weil der Schulentwicklungsplan ein so großer Wurf ist, wie von Frau Stadträtin Sorge behauptet, mitnichten. Vielmehr scheint es doch so zu sein, dass die Verantwortlichen aus der Koalition von CDU und Grünen sowie des Magistrats die ersten 4 Jahre ihrer Amtszeit in einem süßen Dornröschenschlaf verbrachten, um im Frühjahr diesen Jahres daraus hochgeschreckt zu werden, als sich nämlich das ganze Desaster bei den Gymnasialplätzen offenbarte und die Elternproteste unüberhörbar wurden. Und jetzt versucht die Koalition mit ihrem Antrag NR 1251, welchen man nur unter der Kategorie operative Hektik verbuchen kann, die Defizite bzw. Mängel des vorliegenden Schulentwicklungsplanes zumindest ansatzweise nachzubessern. Aber auch Panik lässt keine geistigen Flügel wachsen. Diese Weisheit bewahrheitet sich wieder einmal an dieser Stelle. Wie ist denn nun die Sicht der Betroffenen auf den vorliegenden Schulentwicklungsplan und was hat die Koalition dazu veranlasst, dem von einer Dezernentin aus den eigenen Reihen entwickelten SEP nur unter Maßgabe ihres eigenen Antrages NR 1251 zuzustimmen? Hier lediglich ein paar wenige Schlaglichter auf die Diskussion der letzten Wochen. Das originellste Statement zum SMP kommt mit Sicherheit von Herrn Stefan Klee, Fraktion Die Linke im Ortsbeirat 11. Ich zitiere: Das ist Mangelverwaltung mit schönen bunten Bildern. Die in der Bürgerrunde des Ortsbeirats 11 anwesenden Schulleiterinnen und Elternvertreter brachten recht deutlich zum Ausdruck, dass sie zwar in den Beteiligungsprozess zum Schulentwicklungsplan eingebunden waren, die von ihnen gestellten Anforderungen im vorliegenden Ergebnis aber in keinster Weise wiederfinden konnten. Herr Storn von der GMW sprach in der Bürgerrunde des letzten Bildungsausschusses in Bezug auf den SEP von Lyrik und Prosa, da darin zwar viele hehre Ziele formuliert, aber die für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen Prozesse nicht beschrieben werden. Und auch Schlagzeilen wie zum Beispiel schlechte Noten für Schulpläne, zahlreiche Eltern machen bei Ortsbeiratssitzungen ihrem Ärger Luft in der FNP vom 13.07.2015, spiegeln die Debatte der letzten Tage und Wochen zum Thema wider. Wie weit der vorliegende Entwurf des SEP in Wahrheit vom angeblich großen Wurf entfernt ist, zeigen dann letztendlich auch die Abstimmungsergebnisse in den 16 Ortsbeiräten. In 6 Ortsbeiräten wurde für eine Zurückstellung der Vorlage M93 durch die Stadtverordnetenversammlung votiert. In 2 Ortsbeiräten wurde die Vorlage gänzlich abgelehnt und in 5 Ortsbeiräten fand sie nur unter der Maßgabe eigener Anregungen Zustimmung. Konkret bedeutet dies, dass der vorliegende Schulentwicklungsplan in lediglich 3 von 16 Ortsbeiräten uneingeschränkte Zustimmung fand. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist für eine politische Maßgabe im vorliegenden Format, die Frau Dezernentin Sorge immerhin als Roadmap für die komplette Neuausrichtung der Schullandschaft bis 2030 bezeichnet, gelinde gesagt ein desaströses Ergebnis. Das alles an sich ist schon fatal genug. Doch lassen Sie mich nun zu den aus der Sicht meiner Fraktion maßgeblichen Kritikpunkten an dem vorliegenden SEP kommen. Zum einen basieren die im Gestaltungsfeld 1 beschriebenen Maßnahmen auf zum Teil fehlerhaften bzw. nicht mehr aktuellen Daten, Prognosen und Annahmen. Dies geht unter anderem aus der sehr ausführlichen 12-seitigen Stellungnahme des Stadtelternbeirates vom 6. Juli deutlich hervor. Aber auch die Ausführungen des Ortsbeirats 7 in seiner OA 648 sowie Stellungnahmen anderer Sachkundiger kommen zum gleichen Ergebnis.
Zum anderen handelt es sich bei den im SEP formulierten Zielen vom Kind aus Denken, Regionalisierung und Vielfalt ganz offensichtlich um reine Lippenbekenntnisse ohne jegliche Auswirkungen auf das Handeln der politisch Verantwortlichen. Schüler vom Norden der Stadt an ein Gymnasium in Nied fahren zu lassen, ist ganz bestimmt nicht vom Kinde aus gedacht, sondern, und das hat Frau Dezernentin Sorge vorgestern Abend mit Nachdruck bestätigt, rein bildungspolitisch motiviert, um aus Gründen einer vermeintlichen Chancengerechtigkeit das erste Gymnasium im Frankfurter Westen zu errichten. Von daher hat Frau Sorge sicher recht, wenn sie sagt, dass Nied der absolut richtige Standort sei, aber natürlich nicht aus Sicht der Kinder, sondern aus rein ideologischer Sicht. Dass damit das Konzept der Regionalisierung ebenfalls ad absurdum geführt wird, liegt auf der Hand. Schulen bzw. Schulformen müssen dort errichtet werden, wo sie benötigt werden und nicht dort, wo Bildungspolitiker sich gerne einen in keinster Weise vorhandenen Bedarf herbeisehen. Und auch das Ziel der Vielfalt, auf Seite 36 des SEP dahingehend beschrieben, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Einzigartigkeit und Verschiedenartigkeit begriffen und in einer dieser Einzigartigkeit angemessenen Weise unterstützt werden sollen, wird im SEP völlig verfehlt. Anstatt die in Frankfurt noch existierende Vielfalt der Schulformen nebeneinander stehen zu lassen, sollen die noch existierenden Hauptschulen aufgehoben werden. Realschulen werden im vorliegenden Schulentwicklungsplan ebenso stiefmütterlich behandelt wie Fachoberschulen und berufliche Gymnasien, wobei gerade die beiden zuletzt genannten Schulformen hervorragende Bildungschancen bieten, insbesondere auch für junge Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich all jene, die auf dem Gymnasium Gefahr laufen würden, den Anschluss zu verlieren. Daher fordern wir Bürger für Frankfurt eine Stärkung und den Ausbau von Fachoberschulen und beruflichen Gymnasien in unserer Stadt. Weiterhin sind wir davon überzeugt, dass auch zukünftig Schulen wie die Sophienschule in Frankfurt benötigt werden, welche in Form von kleinen Einheiten und aufgrund ihres überschaubaren Zuschnitts sowie pädagogischen Konzepts die Fähigkeit haben, Schülerinnen und Schüler, die an Megaschulen sang- und klanglos untergehen würden, individuell zu fördern und somit deren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Bei einer Gesamtbetrachtung der Schullandschaft in unserer Stadt dürfen nicht Statistiken und ideologische Aspekte den Ausschlag geben, sondern die Menschen, also die Schülerinnen und Schüler sowie deren individuelle Bedürfnisse. Nur so ist aus unserer Sicht gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Talenten und Begabungen den für sie jeweils passenden und damit erfolgversprechendsten Bildungsweg einschlagen können. Abschließend bleibt zu sagen, dass wir als Bürger für Frankfurt konsequenterweise die Vorlage M93 aufgrund der zuvor dargestellten Unzulänglichkeiten und unter Verweis auf den Revisionsbericht ablehnen. Wir fordern den Magistrat dazu auf, den vorliegenden Schulentwicklungsplan in der bevorstehenden Sommerpause dergestalt zu überarbeiten, dass die darin enthaltenen Datenprognosen sowie Annahmen korrigiert und aktualisiert werden. Weiterhin sind die vielfältigen Anregungen aus den Ortsbeiräten, des Stadtelternbeirates sowie von Schulen und Lehrern bzw. deren Vertretern auf ihre Auswirkungen im gesamtstädtischen Kontext hin zu überprüfen und dementsprechend sinnhaft in den Schulentwicklungsplan einzuarbeiten. Die in dieser Weise überarbeitete Fassung möge der Stadtverordnetenversammlung zur ersten Sitzung nach der Sommerpause erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Eine spürbare zeitliche Verzögerung von dringend benötigten Schulneubauten dürfte unseres Erachtens daraus nicht resultieren, da die in den Doppelhaushalt 2015-2016 eingestellten Gelder unmittelbar zur Verfügung stehen und alle weiteren Mittel ohnehin erst für den Haushalt 2017 angemeldet werden müssen. Doch nur so besteht aus unserer Sicht noch die Chance auf einen tatsächlich bedarfsgerechten Schulentwicklungsplan für die nächsten 5 Jahre in Frankfurt. Und damit bekäme auch der Slogan Frankfurt macht Schule einmal eine ganz andere Bedeutung. Magistrat und Koalition sitzen in der Sommerpause nach und erledigen ihre versäumten Hausaufgaben, und zwar ohne Hitze frei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.